Ja, was geht? Ich bin wieder da. Oh, da ist eine Ente. Ja, danke. Habe ich dich geschubst oder hast du mir Platz gemacht? Ach so, ich wollte mir die Krone kurz anschauen. Warte mal, ist das eine richtige Krone? Aber das ist eine Königin-Krone. Okay, nice. Dann sammle ich weiter. Und schon fast 3 Millionen. Boah, so viel Cash. Du hast ganz schön viele Blumen und Tulpen am Start. Warte. Ach so. Okay, um den Sack kümmere ich mich gleich. Hey, wer bist denn du? Ach, Monika. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Verstehe, Kanscha heißt du also. Freut mich. Mein Name ist Monika. Schön, mal jemanden von außerhalb kennenzulernen. Ey, ich würde gerne, dass Monika bei mir vorbeischaut. Ich mag diese Ente. Treasure Islands sind Inseln von Spielern, die alle Items haben. Heftig. Oh, hier ist eine Telefonzelle. Oh, hier ist ein Bankautomat. Wie geil. Ja, okay, ich habe alles eingezahlt. Cool, dann hole ich kurz den anderen Sack ab. Ja, und damit gehe ich einkaufen hier auf deiner Insel. Okay, dann schauen wir uns mal die Insel an. Ja, also es sieht auf jeden Fall lebhaft aus. Nicht so unbekümmert. Also da hat man auf jeden Fall Zeit investiert. Claudia, hallöchen, du musst ein Besucher von einer anderen Insel sein. Ich bin Claudia. Ich heiße dich als zukünftiger Popstar und zukünftige Celebrity von Rosalia willkommen. Toll, dich hier zu treffen. Du bist Kanscha. Gehen wir mal zusammen shoppen? Ja, gerne. Warum nicht? Ich habe genug Cash am Start. Oh, hier ist ein Surfbrett. Ist denn dieses Schaf? Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Etoye. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen. Verstehe, Kanscha heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? So, auf Rosalia hast du jetzt zumindest eine Freundin, Kikilala. Ja, cool. By the way, siehst du aus, wie als ob du Splatoon gespielt hättest. Was gibt es denn? Ich will plaudern. Auf große Hitze bin ich gut vorbereitet. Ich habe immer große Vorräte an Eistee zu Hause. Work? Wie Work? Wohnst du hier? Oh, du hast Post, glaube ich. Lass mich durch. Ah, wieder rein. Das ist nicht mein Haus. Egal, ich gucke mir trotzdem an. Was ist denn mit dem Gesicht passiert? Boah. Wie, das ist nicht dein Haus? Das ist dein Haus. Du hast dich nicht darum gekümmert. Ups, das wollte ich nicht. Der hat eine Mikrowelle hier am Start. Aha, man kann die Items einfach nicht nehmen. Okay, gut. Mein Haus steht woanders. Wem gehört denn dieses Haus? Es ist ganz schön groß. Okay, das reicht. Nein, da wollte ich nicht hin.
Wer wohnt hier? Marion, wer ist denn Marion? Erstmal an der Tür klopfen. Da ist kein Problem, ich check das einfach in Ruhe ab. Ah, noch ein Schaf. Mario, wolltest du mich gerade angreifen? Die Nase kenne ich noch nicht. Du bist nicht von Rosalia, oder? Machst du einen auf Turi? Bei uns kann man es echt aushalten. Gar nichts anderes aus deinem zarten Mündchen hören. Ich bin übrigens Mario und kannst jederzeit relaxed bei mir abhängen. Ja, das mache ich mal auf relaxed. Du hast von meinen Ratschlägen fürs Leben anscheinend nicht genug bekommen, Knuffi. Erzähl mir was. Du wurdest von Yuki eingeladen, oder? Oh, was geht? was geht? Danke fürs Folgen. Du wurdest von Yuki eingeladen, oder? Kennst du schon ihr episches Pseudonym? Als ich von dem Wind gekriegt habe, dachte ich, mein Kleinhirn wandert aus. War sogar etwas blass vor Neid. Sitzt du und bist angeschnallt? Dann sage ich's jetzt. Gierige Rose. Cooler geht's nicht. Okay. Ach so, ich dachte schon, der Kollege ist hier am Leuchten. In Wirklichkeit ist das dein Stab. Boah. Nintendo Switch Lite, Türkis. Was ist das für ein Buch? Kann ich da nicht reinschauen? Hä? Oh, hier ist eine Werkbank. Ne, ich will gerade nichts herstellen. Dann schauen wir uns mal weiterhin die Insel an. Okay, da bist du, Yuki. Mhm. Ist das okay, wenn ich die einsammle? Orangen. Nimm ruhig. Okay, danke. Vielleicht könnte ich Orangen und Kirschen gebrauchen. Boah, was haben wir denn hier? Du kannst dieses Werkzeug nur auf der Insel eines besten Freundes einsetzen. Aha, das hat was mit Vertrauen zu tun. Ein schlafendes Relaxo versperrt dir den Weg. Ich habe keine Flöte dabei. Hier, mein Sprungstab. Ja, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Kaum habe ich den Sprungstab rausgeholt und schon haut da jemand ab. Kann ich verstehen. Okay, hier ist jemand romantisch unterwegs. Aber hier ist niemand. Sonntag oder wie? Ja, schon 0 Uhr. Ich sitze da wie ein Relaxo. Ja. Hey, dich kenne ich doch. Wann hat's dich denn hier angespült? Genieß den Aufenthalt und benimm dich. Okay. Mal schauen. Ne, du hast hier aber auf jeden Fall Mühe gegeben, das sieht man. Boah, Flaschenpost. Ich hab die mitgenommen. Oh, was haben wir denn hier? Wer ist das? Eine Person? Was ist das? Hä, was ist denn das? Sieht aus wie so ein Charakter aus so einem NES-Spiel, diese Eisbrüder da. Kann man auch in Super Smash Bros. Ultimate benutzen. Ich hoffe, dass du einen Leiter dabei hast. In dieser Puppe gibt es eine gruselige Geschichte. Ah, okay. Wer wohnt denn hier oben? Wohnst du hier? Klopf, klopf. Panchayo kommt rein. Wow. Hammer. Sowas ist richtig cool. Ist das Peach auf dem Porträt? Mega. Das ist echt cool. Und tschüss.
Das Zimmer sah gut aus. Was haben wir denn hier? Pfirsich, cool. Ja, ich nehme was mit, ne? Ich weiß nicht, ob ich die auch bei mir schon gesehen habe. Okay. Hast du hier schon mal eine Party gemacht oder eine Rede gehalten? Du hast ein Auto? Ach, wie schön ist das denn hier? Das hast du cool gemacht. Was sind das denn für Blumen? Sorry, ich nehme die mit. Aha, hier wohnst du also. Ey, das sieht echt cool aus. Aha, du hast ein Aquarium? Ups. Aha, von hier aus chillst du also bei mir in den Streams? Ja, okay. Also ich mach deinen Monitor aus, du besuchst jetzt gerade am Spazieren. Was hast du da im Schrank? Hi, yo, One Piece TV, was geht? Heute geht's weiter mit Animal Crossing. Nice, den gibt es auch in Weiß? Okay. Sag mal, wo hast du die denn her? Kannst du mir auch so eine klar machen? Oh, nice. Sowas will ich unbedingt haben. Richtig schön. Nice. Brauchst du was? Also im Moment ist das so, ich nehme alles an, was man mir gibt. Und die meisten Sachen benutze ich sogar. Geh zu. Wieso habe ich das jetzt aufgemacht? Automatisch. Lass mal Hände waschen. Ey Mann, wo ist dein Handtuch? Ist das nicht Prinzessin Peach's Kleid? Hey, das ist Prinzessin Peach's Kleid. Du hast original ein Hamster neben deinem PC stehen. Was ist hier in diesem Schrank? Gegen auf. Nice. Was da wohl drin ist? Ich werfe einfach einen klitzekleinen Blick hinein. Okay. Mein Kleiderschrank. Ups, hast du das gesehen? Hast nicht weggeguckt. Wurde entblößt. Okay, nice. Hier können wir ein bisschen chillen. Und sonst? Ja, sieht doch auch fein aus. Boah, was war das denn? Wie schnell bist du umgelaufen? Boah, das sieht aber cool aus. Mega, das hier. Cool. Mega nice. Fährt da einfach im Kreis. Ist das Mew? Ich dachte, da ist Mew. Ich dachte, da ist Mew. Was machst du denn hier? Ich habe gerade keinen Meisterball am Start. Ziemlich ungünstig. Der hat einfach mal 4 Nintendo Switch Lights. Eine für mich oder wie? Kann man nicht mitnehmen, kann man nicht mitnehmen, kann man nicht mitnehmen, kann man nicht mitnehmen. Na toll. Keller verboten. Warum? Dachtest du, ich passe da nicht durch? Sorry. Ich hab's übertrieben. So, okay. Wo sind hier die Dinies?
Hallo, Keller verboten. Du kommst hier nicht rein. Kannst du bitte wieder zurückgehen? Ja, setz dich gleich hin. Keinen Schritt näher, ich sag's dir. Pass auf, habe ich gesagt. Ich meine das ernst, lass das sein, ja? Ich schau mich um. Kann man sich da hinpflanzen? Ja, jetzt chill ich hier. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. So, was muss ich jetzt eigentlich auf meiner Insel machen? In Kürze erreichen wir Joy Island. Hey Kanscha, was geht, Bella? Hey, Kong hat dir doch sicher schon von unseren Dekoplänen erzählt. Weiß schon, damit hier mehr Leben auf Joy Island einzieht. Ich habe auch etwas total Fähiges organisiert. Meinst du könntest das irgendwo hinstellen? Okay. Will mich ja nicht lumpen lassen. So ein Leitungsmast macht Inseldeko technisch immerhin schwer was her, Wedel. Und jetzt los, du hast eine Mission zu erfüllen. Projekt Neue Nasen startet jetzt in Farbe im Bund. Okay, ich habe glaube ich auch ein paar neue Anleitungen. Habe ich meinen bekommen? Oder kann ich meinen bekommen? So viele freie Slots. Oha. Okay. Wo ist Bella? Da ist sie. Ich gammel nur ein bisschen rum, ehrlich. War, ich führe nichts Unanständiges im Schilde. Was? Leitungsmast. Soll ich das Item auch hier irgendwo aufstellen? Boah. Hauptsache ist, dass das gesehen wird, oder? Wie war das gemeint? Ja, auch eine taffe Braut wie ich muss ab und an mal ein Päuschen einlegen. Ist keine Schande. Wie sonst soll man das harte Blumenbeet, Guerillera und Nachteulenleben überstehen? Okay. Wo gibt es irgendwelche Items, die ich mitnehmen kann? Karton. Ast. Unkraut. Stiefel. Okay. Jo, Nuki, was geht? Hast du irgendwas zu sagen? Okay, ich glaube, im Moment hat er nichts. Nee, genau dasselbe hat er auch vorhin gesagt. Übrigens, ich werde regelmäßig in meinen Durchsagen bekannt geben, wenn jemand zu- oder fortzieht. Wenn klar ist, wer in ein bestimmtes Haus einzieht, schreibe ich es auch auf das Schild auf dem Grundstück. Falls du also mal Lust auf exklusive Infos hast, Schildleser wissen mehr. Ja genau, also falls ich mal im Privaten spielen sollte und ich dann halt von so einer Durchsage mitkriege, dass eine neue Person dazugekommen ist und ich nicht am Aufnehmen bin, dann mache ich einfach Screenshots und lade sie auf Twitter hoch. Hauptsache irgendwie aufzeichnen. Okay. Und das mit dem Eigenheim? Okay. Ja, ich muss noch warten. Wie viel Cash habe ich gerade bei mir? 99.000. Ernies. Nice, oder? Mein Tisch mit dem Rechner und mit den 4 Monitoren und ein Gaming-Stuhl. Ins Lager. Lager. Alles lagern, was ich jetzt nicht brauche. Goldrosen. Ich habe original Goldrosen am Start. Oho. 4 Monitore. Ja. Geht ab. An den Finder. Heute unternahm ich einen langen Spaziergang, dabei fiel mir diese Bastelanleitung ein. Ich möchte auf diese Weise meine Idee mit anderen teilen. Sie ist auch nicht sehr kompliziert. Viel Vergnügen, Bertha!
Baströckchen. Ich weiß jetzt, wie man ein Baströckchen herstellt. Wann kann ich eigentlich kochen? Ich habe neulich ein Rezept gehabt, aber ich konnte damit nicht allzu viel anfangen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Otiasinte? Was? Was? Das lese ich zum ersten Mal. Okay, das ist echt heftig. Hi? Wer schreibt da Hi? Yuki. Erst wenn du eine Küche hast. Aha, logisch. Logisch. Oh, hier ist noch ein Geschenk. Das habe ich gar nicht ausgepackt. Ey, warte. Oh, ich habe hier ein Geschenk gefunden. Auspacken. Meilentickets. Okay. Danke. Boah. Ins Lager. Kirschblütenstab. Auch erstmal ins Lager. Das reicht. Ansonsten kann ich kurz bei Nap und Schlepp vorbeischauen und gucken, was sie gerade so anbieten. Mein Radio steht mir im Weg. Gibt es irgendwas, was ich euch kaufen kann? Wo habe ich wieder Post bekommen? Heftig. Original, ich habe jetzt auch so eine Lampe. Nice. Hammer, das sieht richtig cool aus. Richtig chillig, angenehm. Die Lampe ist richtig schön. Luxuswagen? Nice, kann ich auch damit rumfahren? Nein, nicht wieder zurück. Stark. Nice, sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Bella, was geht? Wie oft laufen wir uns denn heute noch über den Weg? Moment, wo ist die versteckte Kamera? Auf Twitch. Mal raten, Vertigo ist ein Fremdwort für dich. Habe ich haarscharf kombiniert, wegen der Leiter und so. In luftiger Höhe fühle ich mich auch pudelwohl. Wir waren wohl in dem vorherigen Leben Luftballons. Schnackerin. Da stand irgendwas mit hier, nimm. Bitteschön. Zeig her, zeig her. Wie cool, das ist doch eine Wackelangel, oder? Davon kann man echt nicht genug haben. 1A präsent, Kanscha. Ja, freut mich doch. Die Lampe gab es mal bei Nap und Schlepp. Hallo, was geht? Hey, was liegt da auf dem Tisch? Was ist das denn? Das ist ein Elektronik-Set, genau. Der Preis beträgt 1300 Sternis. Na? Ja, nehme ich. Das Ding ist, irgendwie gibt es immer wieder neue Items. Was ist mit den Items, die man sich nicht gekauft hat? Kommen die irgendwann wieder? Was ist das hier? Nein, das wollte ich mir nicht anschauen. Dass die einem auch so krass hinterherlaufen. Bisschen Abstand vielleicht. Wasserkühler. Ja, nehme ich auch. Lesen. Interesse an den Artikeln im Regal. Hier ist unser heutiges Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern. Oh, okay.
Ach cool, die brauche ich gar nicht herstellen, die kann ich auch hier kaufen. Medizin. Cool, Medizin brauche ich definitiv. Na, 5 Stück gleich. Partyknaller. Okay, hier kann man sich solche Sachen kaufen. Oh, okay, Anleitungen. Alles klar. Ich kaufe mir jetzt einige Anleitungen. Mein erstes Bastelbuch ist ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Ein digitales Buch. Der Preis beträgt 480 Sternis. Nehme ich. Dann wollen wir mal die Anleitungen aus mein erstes Bastelbuch auf dein Nook-Phone hochladen. Oh, hier gibt es so einige Anleitungen. Ja, weitere Anleitungen. Was denn? Ideen für Bastler. Ach was, sieht auch interessant aus. Könnt ihr sowas gebrauchen? Okay, ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle vor euch kaufen sollte. Ich kann ja einmal kurz mit euch gemeinsam gucken, welche Anleitungen man hier kaufen kann. Und dann kann ich mich im Privaten darum kümmern. Ja, noch Bären. Okay. Was haben wir hier? Okay. Kann ich vielleicht gebrauchen, wenn ich irgendwann mal so eine coole Ecke habe, wo man chillen und essen und trinken kann. Ein Restaurant halt, genau. Was ist das? Zwischenwand. Ah, habe ich in Animes gesehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in Super Mario 3D World gesehen. Okay, boah, ihr steht mir im Weg. Will was verkaufen? Nee. Rübenpreise. Nee, das war's. Danke, Schlepp. Das ist echt heftig mit den beiden. Haben wir hier drin? Das ist die Verkaufskiste. Soll ich etwas verkaufen? Nee. Gibt's noch irgendwas, was ich mir schnell hier anschauen kann? Ansonsten war's das fürs Erste. Ins Museum können wir ein anderes Mal wieder reingehen. Oh, hier ist gerade kein Stand. Ja, ich glaube, das war's dann fürs erste, Leute. Hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall angenehm. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ja, danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, der Stream hat euch Spaß gemacht. Ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Streams. Macht es gut und tschüssi.